Kollege Felbinger gemeldet. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Zunächst mal ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der SPD und der Grünen, dass sie dieses wichtige Thema der Inklusion heute noch mal auf die Tagesordnung gesetzt haben. Denn es ist, glaube ich, an der Zeit, jetzt mal unverblümt zu reden und Bilanz zu ziehen, wie weit sind wir denn mit der Umsetzung der Inklusion bisher gekommen. Und die Zeiten der fraktionsübergreifenden Einigkeit, des gegenseitigen Schulterklopfens ist, glaube ich, an einem Wendepunkt angekommen. Und es herrscht eher gefühltermaßen überall das Gefühl der Stagnation. Und ich meine, man braucht das, was wir erreicht haben, fraktionsübergreifend, das sind jetzt 4 Jahre her, nicht schlecht zu reden. Da können wir gemeinsam stolz sein, dass wir so weit gekommen sind. Aber wir müssen jetzt auch einmal schonungslos eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Und dass wir den Ansatz mit den Profilschulen gemacht haben, ich glaube, das war durchaus richtig. Und in keiner Weise sehe ich hier ein übereiltes Vorgehen, Herr Kollege Dünkel. Aber es ist nun auch zu sehen, es ist eine Entwicklung da, die man ernst nehmen muss. Es haben sich in vielen Landkreisen 1 oder 2 Profilschulen gebildet und die Gefahr, dass momentan hier alle Schülerinnen und Schüler, die inklusive beschult werden wollen, hinberaten wird, ist sehr groß. Und es darf nicht passieren, dass die Profilschulen zu einem Sammelbecken für schwierige Schüler werden. So war das nicht angedacht und so hat das auch nichts mit Inklusion zu tun. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass die Profilschulen die neuen Förderzentren Leit werden. Inklusion ist Aufgabe aller Schulen, das haben wir damals im BAI-EOG in Artikel 2 so geschrieben und das gilt auch und so muss auch die Inklusion nach der Grundschule weitergehen und so verstehe ich auch den Antrag der SPD, dass wir hier endlich die Spur legen müssen und ich sehe diese Spur momentan noch nicht und deswegen brauchen wir hier unbedingt einen Fortschritt, nicht dass der Marathonlauf, Herr Kollege Waschler, den ich so oft hier als Begriff hernehme, nicht bei 5 Kilometer schon ins Stagnieren kommt und man dann keine Motivation hat, mehr weiterzukommen. Und auch der Antrag der Grünen mit dem Zwei-Pädagogen-System ist die absolut richtige Zielrichtung. Wir sind nur da momentan meilenweit davon entfernt. Das ist ein frommer Wunsch, kann man sagen, denn es fehlen Ressourcen an allen Ecken und Enden. Und deswegen, meine Damen und Herren und Kolleginnen und Kollegen von der CSU, ist es auch ein klarer Handlungsauftrag an Sie, in den Haushaltsverhandlungen endlich einmal Farbe zu bekennen. Es wird immer wieder von diesen berühmten 100 Stellen pro Jahr geredet, aber wenn wir doch unter dem Strich ehrlich sind, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein und wir kommen hier nicht wirklich weiter. Viele Lehrkräfte wollen die Inklusion, aber sie haben inzwischen berechtigte Zweifel, ob das wirklich gelingt. Und es steht nicht zum Besten damit. Fakt ist, die Fortbildungsmaßnahmen haben oberflächliche Quantität, aber es fehlt an echter Unterstützung vor Ort. Fakt ist, dass die MSD-Stunden fehlen. Fakt ist, dass die Unterrichtsversorgung viel zu knapp ist, dass mobile Reserven fehlen. Fakt ist, dass auch beispielsweise die Lehrkräfte in den Kooperationsklassen keine Anrechnungsstunden bekommen. Und Fakt ist auch, dass wir einmal festgelegt haben, dass die halben sonderpädagogischen Stellen mindestens 13 Stunden haben und nicht bei 13 Stunden enden. Auch die Tandemklassen werden viel zu spät im Jahresverlauf entschieden, sodass die Schulleiter bis zuletzt eigentlich in der Luft hängen. Und das kann es eigentlich sein. Deswegen brauchen wir zusätzliche Ressourcen, damit diese Inklusion nicht zum Stehen kommt. Und wir auch an den Regelschulen weiterkommen. Und ich sage ganz bewusst an allen Regelschulen. Wir brauchen dort multiprofessionelle Teams, die der Aufgabe gewachsen sind, multiprofessionelle Teams aus Regelschullehrkräften, Sonderpädagogen und Heilpädagogen. Und wir brauchen endlich auch eine Finanzierung und Neuausrichtung in der Schulbegleitung.
Wir haben ein massives Problem, das haben wir vorhin schon mal gehört, an Absolventen für das Lehramt Sonderpädagogik. Und hier gilt es, endlich Anreize und Lösungen zu schaffen und zu finden. Und wir brauchen in der Lehrerausbildung unbedingt ein vertiefteres Einsteigen oder eine vertiefteres Einbindung der Inklusion für alle Lehrämter. Meine Damen und Herren, es wäre noch viel zu sagen, aber mit Blick auf meine Redezeit möchte ich zum Ende kommen. Und wir Freie Wähler werden den beiden Anträgen zustimmen. Dankeschön.